Was soll ich tun? Was ist gut, was ist schlecht? Wer fällt das Urteil, trifft die Wahl? Diese Frage wird mir zur Qual. Wer zeigt mir den Weg, sagt mir, wo lang? Kirche, Politik, Gesellschaftszwang? Mama, Papa, bester Freund? Dichter und Denker wie Kant, Adorno, Freud? Mutter Teresa, Mandela, der Papst? Wen soll ich fragen, wer weiß Rat? Was ist richtig, was ist falsch? Finde ich die Lösung im Gesetz? Wer ist Richter, wer der Henker? Wer ist mein Gewissenslenker? Sammel ich Karma oder folge den 10 Geboten? Wie kann ich den rechten Weg ausloten? Oder brauche ich eine Beratung? Hilft mir das Servicebüro oder die Fachschaftsvertretung? Finanzencoach, Sorgentelefon, Mediation, Reflexion, Supervision? Ach, das hatte ich doch alles schon. Von innen nach außen, von außen nach innen, sehe ich die Fragen durch meine Fingerinnen. Wem spende ich mein Geld? Dem Straßenmusiker unter dem Bahnhofstunnel? Der Draußenverkäuferin am Rewe? Miserio Kinderwerk, Haiti, Flüchtlingsheim? Oder werfe ich es einfach in den Klingelbeutel rein? Wie glaube ich an Gott? Sonntags, 10 Uhr angetreten oder im stillen Kämmerlein beten? Rosenkranz, Messe dienen, Back to the Roots nach Israel oder einfach mal eine Runde in der Bibel lesen? Wem gebe ich meine Zeit? Den Gästen bei meinem Kellnerjob? Casa Gerard, Fachschaft? Oder sollte ich besser mal eine Runde joggen gehen? Kleider sortieren für Flüchtlinge, Heimaturlaub bei den Eltern, WG-Putz, die alte Frau von nebenan oder Kaffeeklatsch mit der Freundin, die ich doch so selten sehe. Was ist gutes Handeln? Immer brav lernen, Uni um 8 oder erst mittags aufgewacht nach einer durchzechten Nacht? Regelstudienzeit oder Engagement? Minijob oder gute Noten für Stipendium? Und was erwarte ich vom Leben? Einen Partner finden, Kinder segnen? Karriere machen, Menschen helfen? Die Welt bereisen? Tanzen bis zum Morgengrauen? Wichtige Bücher lesen? Wie ein Kind über Dinge staunen? Dorf oder Stadt? Wohnung statt Haus? Licht an, Licht aus? Hund oder Katze? Boxspringbett oder Federkernmatratze? All diese Fragen, ich weiß es nicht. Wer kennt die Antwort? Ich nicht. Oder doch? Was sagt mein Herz? Was sagt mein Bauch? Und was der Kopf? Finde ich die Antwort draußen oder steckt sie schon in mir? Brauche ich Rat oder nur Zeit für mich? Was ist gut, was ist schlecht? Mache ich es allen recht? In meinem Kopf ein großer Sturm, all die Fragen hoch wie ein Turm, der schwankt und bebt, sich senkt und hebt. Ich will raus aus diesem Strudel, den Boden wiedersehen. Statt Fragezeichen will ich Ausrufezeichen oder zumindest mal Punkte sehen. Chaos im Kopf, Grummeln im Bauch, mein Herz, das rast. Ich will das nicht mehr, ich brauche einen Stopp! Ich atme ein und wieder aus. Ruhe, Stille, Gedankenpause. Tee kochen und Kerzenlicht. Ich beruhige mich. Die Antwort auf all das steckt irgendwo hier drin. Ich habe 3 Instanzen, sie finden den Sinn. Eine Stimme im Kopf, ein Gefühl im Bauch und eine Ahnung im Herzen, was richtig ist. Ich bin nicht vollkommen, auch nicht perfekt. Bin gar nicht dazu gemacht, vollkommen zu sein. Nach dem Guten zu streben, das ist das Ziel. Dass Gott an mich glaubt, bedeutet mir viel.